Ja, liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Ja, ihr könnt gerne ausmachen, wenn es euch zu viel wird. Ich mache es ja eigentlich für die Leute, die mit mir in Verbindung sind und eh immer alles erfahren wollen. Ja. Gut, ihr wisst ja. Es wird alles gespürt. Zurzeit sind die so nervös, so nervös. Die Bunkerleute sowieso. 150 haben sich ja im Bunker verkrochen. Die haben so eine Angst. Wolltet ihr so reich sein und im Bunker irgendwo im Keller sitzen? Wolltet ihr das? Ich nicht. Okay, jeder lebt sein Leben, wie er kann. Ich hatte ja auch schon mal 1 Million gewonnen, war sehr unglücklich. Hab dann gesagt, ich will kein Geld mehr, dann kam keins mehr. Zeiten sind lange vorbei, ist schon lange her. Aber es hat mir sehr genützt, weil ich die Welt sehen durfte, ja. War ja überall, fast überall. Nee, nicht fast überall. Nee, nee. Ich war nur in Marbella, in New York, in Florida, Barbados, ja, Türkei. 35 Mal in der Türkei, ich kenne alles, auch nicht, fast alles. Und okay, das ist jetzt auch wieder nicht mein Thema. Ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen wollte. Doch, doch, ich weiß, was ich euch erzählen will. Ich mache hier ein Buch. Ein Buch, das um die Welt geht und das ein Weltbestseller werden wird, ich schwöre es. Weil es über einen Mann berichtet, dessen Namen ich nicht sagen darf, sonst werde ich gejagt, sonst werde ich gelöscht, vielleicht sogar auch ermordet, wahrscheinlich sogar. Aber ich habe dafür keine Angst, vor den Strolchen. Und ich schreibe dieses Buch. Dieser Mann ist so bekannt weltweit bei jedem Kind wie Jesus. So bekannt wie Jesus. Nein, es ist nicht Gott. Es ist auch nicht Mohammed. Es ist ein Mensch, der hier auf der Erde zu dieser Zeit gelebt hat. Und dann hat man ihn gejagt. Und dann hat man erzählt, er ist ausgelöscht worden, hat man erzählt, hat es überall verbreitet. Ich habe auch getrauert um ihn. Aber es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Er war es nicht. Es war einer, der ihm sehr ähnlich sah. Und der wurde für ihn auch beigesetzt. Er nicht. Er ist geflohen. Und ich weiß wohin. Und dort lebte er lange Zeit. Ich weiß auch wie lange. Und dort wurde auch beigesetzt im Ausland. Und auf dem Grundstück, wo er beigesetzt wurde, da habe ich den Grundbuchauszug. Er wurde auch einbalsamiert, das heißt, man kann ihn also sehen. Und wir werden dann auch mal eine Expedition dahin machen. Aber im Augenblick sind wieder Kriegszeiten, da ist es schlecht. Und ich kann euch sagen, er ist am Berg Ararat, wo die Arche Noah gestrandet ist. Dort hat er als Schäfer gelebt und sich getarnt, konnte nicht zurück. Sonst hätten sie ihn dort auch wieder gekillt. Und er hatte eine Tochter gezeugt. Eine Tochter, ja. Eine Tochter gezeugt. Die ist geboren am 17.01.66, ist gestorben am 17.01.2022. Man hat sie auch vergiftet. Und sie hat mir 300 handschriftliche Briefe hinterlassen. Mit sehr vielen Geheimnissen, weil sie eine deutsche Agentin war. Sie wurde adoptiert in Deutschland, lebte unter einem deutschen Namen und sie hat alles dokumentiert, hat es auch schon öffentlich bekannt gemacht, ihr Wissen. Und ich schreibe über dieses Werk, über dieses Geschehen ein Buch. Und zwar in Deutsch und in Englisch. Und wer da mitmachen möchte, der kann mich anschreiben.
scheffler.folger3@gmail.com. scheffler.folger3@gmail.com. Das ist meine neue E-Mail-Adresse. Die andere funktioniert nicht, da werden alle Mails abgefangen. Ich bin sehr unter Kontrolle. Facebook-Seiten, Facebook-Accounts mit 10.000 Leuten wurden gelöscht. 2x5. Und ich kann also das nur mit Vorsicht hier zur Kenntnis geben. Wer da mitmachen will, dem biete ich die Möglichkeit an. Viele haben Angst davor. Den biete ich die Möglichkeit an, mitzuverdienen. Er muss nur mithelfen, Buch 1 und Buch 2 zu drucken. Das ist ein bisschen problematisch, aber wir werden das, ist nur deshalb problematisch, weil es Geld kostet. Da kann er sich mit beteiligen. Ich denke, dass so ein Buchdruck mit Verbreitung um die 5.000 Euro kostet. Ja, wir werden uns das teilen und interessant wäre das englische Buch, weil das um die Welt geht. Das wird natürlich Millionen in die Kasse bringen. Okay, Leute, ich wünsche euch alles Gute. Schreibt mich an, scheffler.folger3@gmail.com. Goodbye.